Moin zusammen und herzlich willkommen zu einem brandneuen Spiel hier auf dem Kanal. Und zwar Notruf 112, die Feuerwehrsimulation. Ich muss sagen, ich bin sehr gespannt. Ich habe absolut keine Ahnung von Feuerwehrdingen. Und ich habe das Spiel noch nicht angespielt. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt weiter um den heißen Brei herumquatschen, lasst uns einfach mal ein neues Spiel starten und schauen, wie wir uns so im Alltag als Feuerwehrmann schlagen. Mal gucken. Ich bin gespannt. Ich freue mich jedenfalls. Das Spiel wurde ja, ich wurde oft oder viel von euch gefragt in den letzten Livestreams, ob ich Notruf 112 spiele oder nicht. Ja, und ich würde es mir auf jeden Fall mal angucken. Also vielleicht macht es ja auch wirklich Spaß. So, es geht los mit einem Tutorial. Hallo und herzlich willkommen zu Notruf 112, die Feuerwehrsimulation. Erfülle vielfältige Aufgaben aus dem Alltag der Berufsfeuerwehr. In der offenen Spielwelt erlebst du die unterschiedlichen Einsätze bei Tag und Nacht. Du kannst frei zwischen allen Einsatzkräften wechseln und so die Herausforderungen aus den unterschiedlichen Perspektiven erleben. Auf dem Übungsplatz kannst du dich mit den Fahrzeugen vertraut machen und die wichtigsten Handgriffe trainieren. Wenn der nächste Notruf kommt, bestimmt. Halte Tab gedrückt, um zu erkennen, welchem Fahrzeug du zugewiesen bist. Viel Spaß! Okay, also der Tatsache geschuldet, dass ich wirklich keine Ahnung von Feuerwehr habe, lasst uns mal auf den Trainingsplatz gucken. Boah, okay. Der Mann hier hat eine sehr ungesunde Hautfarbe, glaube ich. Der ist ein bisschen verbrannt. So, mit Tab kann ich gucken, welchem Fahrzeug ich zugewiesen bin oder auch nicht. Trainingsplatz benutzen. So, dann lasst uns doch einfach mal schauen. Löschangriff. Wir starten einfach mal. Tanklöschfahrzeug. Wähle einen Einsatz beteiligte Einsatzkraft aus. Okay, Tanklöschfahrzeug. Wen haben wir hier? Truppführer. Maschinist. Leiter des Tanklöschfahrzeugs. Übernimmt die Bereitstellung einer Löscharbeiten im Einsatz vor Ort. Bedient die Komponenten während der Fahrt im Einsatz. Wir nehmen mal den hier. Okay, Start. Oh. Achtung. Brandschutz, Brandmeldeanlage, Einsatz für TLF 2. Okay. Warte auf weitere Anweisungen. Okay, wir warten mal. B, Einsatzbereit auf Wache, das ist bestimmt so ein Rückmelden. Okay, da brennt was. Okay, es brennt. Wir machen einfach mal. Oder da kommt er. Da kommt er. Begib dich in den markierten Bereich und warte auf Anweisung. Okay, dann machen wir das doch mal. So, wir begeben uns in den Bereich. Atemschutz legen wir hier automatisch ein. Okay. Führe den Löschangriff durch. Gehe zu Schnellangriffsrohr. Schnellangriffsrohr. Ist das eventuell hier drin? Schlauchtragekorb. Achso, okay, das ist hier oben. Okay, alles klar. Q. Aufnehmen. Perfekt. Okay, das heißt also, die Dinge, die wir. Also die Dinge, die wir halt aufnehmen sollen. Ist schon ganz cool gemacht. Die Dinge, die wir aufnehmen sollen, sind also gehighlighted. Alles gelöscht. Nichts mehr da? Nö, okay. Gut. Dann sollen wir das Ding jetzt hier wieder zurück zum Auto bringen. Und das wieder da hinlegen. Oder reinlegen. Ja, Mensch, das war ja ein Klacks. Gut. So. Jetzt stehen wir hier. Jetzt sind wir hier noch. Warte auf weitere Anweisungen. Okay, ich würde sagen. Sind wir jetzt hier fertig? Sind wir hier fertig? Wir warten auf weitere Anweisungen. Wahrscheinlich müssen wir warten, bis der Typ da hinten, der gerade noch da war. So, was machen wir jetzt? Auf Anweisungen warten. Gelöscht haben wir es. Okay. Escape. Nee, zu Escape. Okay. Tschüss, Fahrzeug. Was haben wir mit B? Was können wir hier machen?
Notruf, einsatzbereit über Funk, einsatzbereit auf Wache. Okay. Gut, das sind die ganzen Statusmeldungen, die wir wahrscheinlich abgeben können. Was machen wir jetzt? Auf weitere Anweisungen warten. Wir gucken uns einfach ein bisschen mal hier um, oder? Hier ist ein kleiner Fußballplatz. Okay. Auch cool, dass man sich hier ein bisschen sportlich betätigen kann. Dann haben wir hier die Feuerwache. Eine ziemlich große. Großer, grauer Klotz. Da hinten ist eine Fahrzeughalle. Wo kommen wir? Können wir hier rein? Nee. Oh. Verkehrsunfall. 3 Personen eingeklemmt. Löschgruppenfahrzeug wird eingesetzt und wir können jetzt... Okay, das ist jetzt hier der erste richtige Einsatz, oder was? Okay. Wen nehmen wir? Der Angriffstruppführer leitet das Ganze. Dann haben wir einen Wassertruppführer, einen Angriffstruppenmann, der übernimmt die Löscharbeiten. Wir haben den Wassertrupp und wir haben den Maschinisten. Ja, wir sind hier mal, ne? Angriffstruppleiter. Oh, okay. Wo sind wir? Achtung, wir laufen einfach mal den Hilfeleistung hinterher. Verkehrsunfall VU3. Einsatz für LF24. Das sind bestimmt RTW1. NEF1. Oh. Wo seid ihr hin? Hallo, Leute, wo seid ihr? Ah, bestimmt. Ja, okay. Nee, das ist die falsche Tür gewesen. Hier sind die Rettungsfahrzeuge. Hier hinten sind... Ah, hier sind Feuerwehrfahrzeuge. Okay. Wo müssen wir rein? Das hier. Gut. Einsteigen. Okay, also die Funksprüche sind scheinbar nicht vertont. Der Sound ist geil, oder? Das ist schon cool. Das ist schon echt cool. Hat was. Jetzt habe ich gerade nicht mehr auf die Funksprüche geachtet. Naja. Wird schon schief gehen. Wir geben unser Bestes. Und wir werden die Person auch schon rausholen. Ja, mit Weitsicht haben sie es hier nicht so, ne? Also. Okay. Naja. Ich glaube, es kommt dann auch eher auf die Unfallszenerien an, als jetzt hier darauf, dass es schön aussieht, indem man, wenn man hier durch die Gegend fährt. Schlecht ist es ja nicht, aber okay. Doch recht einfach gehalten, möchte ich mal behaupten. Aber mal gucken, vielleicht überzeugt es ja durch Gameplay. Oh, Polizei ist schon fort. Er fährt hier schnell. Ist klar. Kuppel, ey, machst du deine Felgen kaputt? Ja, die Dingsbumsens. So, hier ist schon alles abgesperrt. Sehr gut. Warte, bis alle Einsatzkräfte im Einsatz und angekommen sind. Dürfen wir noch nicht aussteigen? Wir müssen noch helfen. Wir beginnen mit der Sicherung von Einsatzort und Unfallfahrzeug. Einsatz dauert ca. 25 Minuten. Ich bin gestanden. Drücke Return, um die Mission zu starten. Okay. Ich will auch aussteigen. Okay. So. Lustig, da stand irgendwas, dass wir hier der Angriffstruppführer sind. Und wir gucken jetzt gerade nur zu. Das heißt... Ah, okay. Man geht zu Seitenschneider. Jetzt dürfen wir... Große Seitenschneider, auch hier, ne, grün gekennzeichnet, hier drin. Das heißt, Gerätewache. Ah, okay. Seitenschneider. Okay, Batterie abklemmen. Wollt ihr nicht erstmal das Öl hier ab... Nee, wollt ihr nicht? Okay, zack. Was ist das da unten? Gehe zu Bremsport. Ah, okay. Da wird das Fahrzeug erstmal gegen
Wegrollen sichern. Erstmal schmeißen. Achso, das macht jetzt der andere. Okay. Den legen wir erstmal wieder zurück. Und wir holen uns hier den anderen Bremsblock raus. Und sichern das Fahrzeug erstmal gegen Wegrollen. So Leute, wollt ihr nicht mal hier, das sind die übrigens die die berühmten Zwillinge, eine blond, eine brünett, aber die waren im gleichen Klamottenladen. Gab nur noch Jeans und dunkle Oberteile. Gehe zu Hydraulikspar. Okay, jetzt geht's hier richtig ans Eingemachte, liebe Leute. Der liegt hier einfach so auf dem Boden rum. Wahrscheinlich einer der Kollegen einfach hier hingelegt. Das mit den Kabeln hier finde ich cool. Das muss ich sagen, ist echt cool. Ne? Das heißt, hier, wo wir langlaufen, legt sich das Kabel auch hin. Das hat was. Okay, alles klar. So, müssen wir gedrückt halten. Ah, okay. Also Animationstechnisch ist das schon nicht schlecht. Muss man schon sagen. So, und jetzt? Hier auch nochmal? Okay, wir trennen die ganze Tür ab. Läuft. Und jetzt heißt es wieder warten auf Anweisungen. Okay, was machen wir jetzt? Ich würde sagen, wir bringen jetzt erstmal hier dieses Teil wieder weg. Wo geht denn das Kabel hin? Achso, okay. Bindemittel sollen wir holen. Bindemittel, um das Öl abzubinden. So, jetzt heißt ja wieder schön genau. Ne? Wir sind ja ordentlich. Wir legen das Ding erstmal wieder ab. Und jetzt holen wir uns hier das Bindemittel raus. Und gehen zum Ölfleck, der uns ja ganz am Anfang schon aufgefallen war, aber es muss ja wirklich alles der Reihe nachgehen. Und jetzt werden wir hier den Ölfleck mal abdecken. So. Wir sind ja ordentlich, wir bringen das gleich wieder weg. Ah, da kommt schon der Kollege, der den Besen holt und das jetzt vielleicht zusammenfegt. Also so vom Arbeitsablauf und vom Einsatzablauf bringe Hydraulikschere zu Gerätebach. Okay, achso, was? Das war's jetzt hier, oder wie? Der sitzt doch immer noch im Auto. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich sollte vielleicht... Es ist schade, dass diese ganzen Funksprüche nicht vertont sind. Dann würde man das vielleicht auch viel besser mitkriegen. Ich vergesse mal, das zu lesen. Schließe Fahrzeugtor, Rolltor. Okay. Da oben. Zu. Und nun? Jetzt machen die da hinten den Wagen wieder ran. Okay. Gehe zu... okay. Aber der sitzt doch immer noch in dem Auto. Jetzt lassen wir den da einfach drin sitzen. Ich fahre mit nach Feuerwache. Kann losgehen. Hallo? Kann losgehen? Hallo? Kann ich wieder aussteigen? Nö. Nee. Achso, okay. Jetzt scheinen wir hier noch, aber der sitzt immer noch in dem Auto. Der arme Mann. Was sind wir denn hier für eine Feuerwehr? Hier seht ihr das? Der sitzt immer noch in seinem Auto. Und das Bindemittel haben wir auch nicht entfernt. Wir haben den Einsatz erfolgreich beendet und wir geben uns zurück zur Wache. Aha. Ja, in dem Polizeiauto sitzt keiner drin. Achso, wir warten jetzt gerade auf die rote Ampel. Das ist ja interessant. Okay. Wir... ja, okay. Aber warum man den jetzt hier nicht mehr rettet? Und warum der Krankenwagen und Notarzt? Sie sind ja jetzt... Haben wir ja nichts gemacht. Das ist interessant.
Das ist wirklich interessant. Ich bin gespannt, ob das in den nächsten Einsätzen auch so wird. Vielleicht müssen wir das Feuer dann einfach gar nicht löschen, sondern wir, weiß ich auch nicht. Na, was ich davon halten will. Mal gucken. Erstmal geht es auf jeden Fall zurück zur Feuerwehr. Zur Feuerwehr. So, Entschuldigung. Ist das hier eigentlich ein Mercedes? Na, beeilte man sich aber vielleicht nochmal Lizenz und so? Nur mal so ganz unprovokant gefragt. Okay, also ich bin gespannt, wie die nächsten Einsätze so verlaufen werden, ob wir das jetzt hier verstärkt mit Verkehrsunfällen zu tun haben werden oder ob es einfach auch nochmal wie die Brände dann noch aussehen, ne? Ob man da tatsächlich dann auch in die brennende Gebäude rein muss und so, also ich bin interessiert und ich bin gespannt, wie das wohl weitergeht. Warum wir jetzt den armen Mann aber da in seinem zerschrotteten Auto haben sitzen lassen, das erschließt sich mir nach wie vor nicht. Ich meine, der Arme. Da sind schon alle Rettungskräfte vor Ort und ja, lassen sie in seinem Auto sitzen. Na, guck mal, da vorne steht so ein Alter. Ist das Feuerwehrkran oder was das ist? Cool. Oh Gott. Oh Gott. Warum ruckelt das so? Alter, ich glaube, ich darf die Maus hier nicht so viel bewegen. Das ist nicht so gut. Schmackes rückwärts ein. Okay. Warten auf weitere Anweisungen. Okay, wir können aussteigen. Ja, perfekt. So, was können wir jetzt hier machen? Wir gucken uns einfach noch ein bisschen weiter um. Wir folgen mal den Kollegen. Mal schauen, was die so machen. So, achso, mit Jacke. Wir laufen hier die ganze Zeit mit Jacke rum. Okay. Geht's hier noch irgendwo? Da geht's in den Innenhof. Hier geht's wieder zu der. Hier sind wieder die Rettungsfahrzeuge, ne? Hier drüben. Oder? Jawohl, hier sind die Rettungsfahrzeuge. Okay. Da oben sind okay, ja. Das ist ja ein riesen Komplex. Wer soll sich denn hier zurechtfinden? Wir gucken mal. Was gibt es denn hier oben noch so? Erste Etage. Das sieht mir nach. Okay, aber alle Türen gehen auf. Das ist schon mal ganz cool. Kannst also hier echt überall hin. Also. Ja doch. Ach, guck! Fitnessraum. Können wir wahrscheinlich nicht benutzen. Nee. Was ist hier? Ja. Okay. Das ist so ein bisschen Harry Potter mäßig. Gleis 12, 11, 3, ich bin Hilfe. Hilfe? Ah. Kommen wir da auch wieder rein? Nee. Abgefahren. Okay. Ja, liebe Leute, ich würde sagen, für den Auftakt soll es das erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge Notruf 112, die Feuerwehrsimulation, wieder. Vielen Dank, bleibt gesund, macht's gut und bis dann.